Ahoi, da Spieletrend, was geht ab? Hong hier. So habe ich das Video angefangen. Vor jetzt über 2 Jahren. April 2017. Das sind genau 25 Monate. Ich habe es mal hier offen, also nicht ganz offen. Ja, vor 2 Jahren hat 42.000 Aufrufe meine Herausforderung an Spieletrend. Damals wusste ich nicht mal, wer der Typ ist. Er hatte nur amerikanische YouTuber geschaut, Trainertipps. Mystic 7. Und da, das war kurz nachdem ich 1000 Abos erreicht hatte. Hier oben 1000 Abo Special. Einfach so 19 Kilometer, ja. Damals, diese Openings gingen richtig ab, waren sehr beliebt. Ja, und da hatten sich ein paar Zuschauer bei mir gemeldet, haben geschrieben: Hey Hong, du bist jetzt Level 39 geworden, gelb. Und Spieletrend ist auch gerade 39 geworden, auch gelb. Und dann gab es dieses Oster-Event, das stand vor der Tür mit Doppel-EP. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass eben ein Rennen auf Level 40 gegen Spielertrend entstanden ist. Ich habe ihn da herausgefordert, ich wusste nicht mal, wer er ist. Er kannte mich nicht. Er hatte, glaube ich, ein Video von mir gesehen. Also damals kannte mich eh keiner, also sehr wenige, 1000 Abos. Und ja, ich habe ihn einfach im Video herausgefordert, genau wie ich das jetzt mache. Und er hat akzeptiert, was halt sehr krass ist für, weil damals war er schon krass. Also Spielertrend war ja schon vor Pokémon Go Spielertrend und richtig krass. Ja, mit seinen paar hunderttausend Abos gegen einen 1000 Abo-Kanal von mir. Hat angenommen und ja, wir waren jetzt nicht so gut organisiert. Es war jetzt, also von Level 39 auf Level 40 braucht man halt 5 Millionen. Und ja, die habe ich erreicht in 3,5 Tagen oder so. Und er hat, glaube ich, 5 Tage gebraucht, 4,5. Also ein relativ knappes Rennen. Und wie gesagt, das hat mir jetzt nicht so gut organisiert. Das war jetzt nicht so spannend, so ein großes Ding. Aber auf jeden Fall eine coole Aktion. Und jetzt, 2 Jahre später. Alter, wie schnell die Zeit vergeht. 2 Jahre später sind wir wieder im selben Boot. Wir sind ungefähr gleich auf, nur gehen wir Richtung 200 Millionen EP. 10 mal Level 40. Ich habe 166 Millionen, er hat 141 Millionen, also 5 Millionen Vorsprung habe ich. Und ich hatte die Idee auch schon, habe ich aber eigentlich relativ schnell verworfen wieder, weil er geht momentan halt richtig krass ab und ich weiß gar nicht, ob ich so viel Zeit habe. Aber die Idee wurde aufgegriffen wieder. Kollege Ace, einer meiner Mods und sehr aktiv auf Twitter, ein sehr krasser, harter Grinder. Er hat es einfach so getweetet an mich und Spieletrend. Wir sind ungefähr gleich auf. Wie wär's mit einem Rennen auf 200 Millionen EP? 10 mal Level 40. Hab Schilling heute angeschrieben. Hey, wie sieht's aus? Bock auf ein Rematch? Also, ja, klar, wieso nicht? Wird ein bisschen schwierig mit Safari-Zone und im Sommer und so, meinte er. Aber klar, können wir machen. Und ich dachte mir nur so, eigentlich hatte ich vor, davor schon die 200 Millionen zu erreichen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und er denkt so, ja, und er denkt halt an den Sommer und dass der Sommer ihn stören wird, weil er da eine Menge zu tun hat mit Atlantic und so. Und ich denke mir halt so, hä, bis dahin haben wir das Ziel doch schon längst erreicht. An 5 Millionen ist schon eine Menge Vorsprung, aber Spieletrend macht in letzter Zeit echt eine Menge EP. Also letzten Monat hat er, glaube ich, 17 Millionen EP gemacht und im Monat davor über 20. Und ich habe jeweils 10 Millionen gemacht. Deswegen ist er auch jetzt wieder so nah an mir dran. Weil ich mache eigentlich nur noch Arenen. Und er ist in Hochform momentan. Meine Hochform war irgendwann 2017. 2018 war bei mir eigentlich komplett tote Hose wegen Arbeit und jetzt in letzter Zeit gehe ich halt wieder ein bisschen mehr ab, aber hauptsächlich Arenen. Und er macht halt echt eine Menge EP in letzter Zeit. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ich meine, ich fahre jetzt direkt morgen auf Tour. Erste Stadt Nürnberg und danach Freitag, Samstag Schweinfurt, schaut vorbei. Ja, eine Menge neue Stops drehen. Das Event läuft. Doppelfangbonus, Doppel-EP fürs Fangen. Ich meine, ich werde Glückser eh anhaben für die neuen Stops und dann nehme ich den Bonus noch gerne mit. Schauen wir mal, wie schnell. Wahrscheinlich nicht. Das wäre zu hart während der Tour. Also dann hätte ich wahrscheinlich auf jeden Fall gewonnen. Ist auf jeden Fall diesmal ein längeres Projekt, weil uns fehlen noch 40 Millionen bis 35 Millionen. Also das war ja nur 5 Millionen beim ersten Battle. Das haben wir halt in 3 bis 5 Tagen geschafft. Dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Monat bis 1,5. Hab keine Ahnung, wie ernst er es nehmen wird. Aber ich hatte eh vor, die 200 Millionen jetzt demnächst locker zu knacken, vor GoFest ungefähr. Ja, jetzt muss ich es halt ein bisschen schneller machen. Weckt vielleicht wieder das Feuer in mir. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen nachgelassen, vor allem was EP angeht. Ich bin nicht mehr so der große Farm-Grinder und Farmer. Auch so C-Days gehe ich nicht so richtig krass ab. Also 3 Stunden ist eigentlich schon mein Maximum. Danach denke ich mir so, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu farmen. Reicht eigentlich schon wieder. Also ich zocke immer noch sehr, sehr gerne das Spiel, aber nur noch in Maßen. Nicht mehr so 10, 12 Stunden am Tag einfach zocken und grinden. Vor allem nicht mehr nur noch Farm. Ich mache viele unterschiedliche Sachen. Also Farm auch und dann, wie gesagt, eine Menge Arenen. Ich sehe gerade zum Beispiel hier,
vor über 2 Jahren hatte ich schon 50.000 gefangen. Das heißt, in den 2 Jahren habe ich gerade mal 130 gefangen. Was halt so wenig ist. Das zeigt eigentlich nur, wie viel ich damals gezockt habe. Das ist echt heftig. Und diesen Hong von damals müssen wir wieder aktivieren. Wie gesagt, Spieletrend ist gerade in seiner Blüte. Und ich bin so ein ausgewaschener Ex-Grinder. Die typische Underdog-Story. Könnt gerne unten in den Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer zuerst die 200 Millionen EP erreicht. Also wer die Wette, die Challenge gewinnen wird. Hong oder Spieletrend. Das große Rematch. Vergesst Canelo vs. Triple G. Vergesst Mayweather vs. McGregor. Vergesst Nurmagomedov vs. McGregor. Vergesst Mayweather vs. Pacquiao. Das ist der ultimative Battle. Hong vs. Spieletrend. Mal schauen, ich bin echt gespannt, aber ich gehe jetzt pennen, weil morgen beginnt die Tour. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Schaut bei Spieletrend vorbei. Muss ich jedem nicht sagen. Wer kennt ihn nicht? Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.